In wenigen Wochen ist es wieder soweit und wir können auf unsere geliebten Räuber angeln. Aber was sind jetzt eigentlich die allerbesten Gummifische zum Hechtangeln? Was sind die Köder, die du unbedingt brauchst und die Köder, die du getrost im Angelladen liegen lassen kannst, wo du kein Geld für ausgeben musst? Das erfährst du im heutigen Video und ich wünsche dir viel Spaß damit. Lass uns sofort nach dem Intro starten. Hi, mein Name ist Garrett von Spartan Fishing. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und wie gesagt, bald ist es endlich wieder soweit. Es war natürlich auch eine sehr gute Zeit. Die Schonzeit ist eine super wichtige Zeit, um einfach langfristig nachhaltig angeln zu können. Aber sind wir mal ehrlich, so ein bisschen gekitzelt hat es in den Fingern ja schon. Und wahrscheinlich wie so viele haben wir alle unsere verschiedenen Köder nochmal geordnet und sind die durchgegangen, haben uns Köder besorgt und auch wir bei Spartan Fishing haben an neuen Ködern für euch gearbeitet. Und dementsprechend ist es aber auch wichtig zu wissen, was sind jetzt eigentlich die Köder, die du wirklich brauchst zum Hechtangeln und was sind die Köder, die nicht ganz so gut funktionieren. Das erfährst du halt eben im heutigen Video. Vorweg ist einmal wichtig zu sagen, dass diese Tipps natürlich grundlegende Tipps sind, die dir besonders als Einsteiger weiterhelfen werden. Es gibt immer wieder Situationen, da fängst du auch mit einem Köder, der jetzt nicht ideal zum Hechtangeln geeignet ist, deine Hechte. Das funktioniert super. Aber mit diesen Grundregeln, mit diesen grundlegenden Tipps wirst du besonders als Einsteiger einfach einen besseren Leitfaden haben, eine bessere Orientierung bei deinem Einkauf auch haben und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einfach erfolgreicher am Wasser sein. Also, lass uns sofort starten. Fangen wir sofort mal mit der perfekten Form deines Hechtgummifischs an. Denn es ist so, im Vergleich zum Zander- und Barschangeln, wo ich am allerliebsten im Grunde schlanke Modelle einsetze mit einem kleinen Paddel, eher unauffälligeres Laufverhalten, ist es so, dass ich beim Hechtangeln super gerne eher auf Modelle setze, die etwas voluminöser sind, die eine größere Silhouette unter Wasser werfen und damit viel, viel mehr Aufmerksamkeit unter Wasser erregen. Das heißt, wichtig ist bei der Wahl des richtigen Hechtgummifischs in meinen Augen, dass man sich einen Köder raussucht, der, wie gesagt, verhältnismäßig groß erst einmal ist. Dieser Köder hier hat jetzt zum Beispiel 15 cm. Es muss nicht immer ein super großer Köder sein, aber ich finde 15 cm ist so eine sehr, sehr gute Allround-Größe, die für sehr viele Hechte gut funktioniert und für sehr viele Gewässer auch gut funktioniert. Und das zweite ist halt eben die Silhouette. Das heißt, der Köder sollte halt eben auch eine verhältnismäßig große Silhouette haben, um unter Wasser einfach besser auffallen zu können. Das nächste, was auch sehr wichtig ist, ist der Schwanz. Dass ihr einen Köder habt, der einen verhältnismäßig längeren Schwanz hat, denn damit habt ihr einen Köder, der eine richtig schön rollende Bewegung unter Wasser hat, zum Laufverhalten und zur entsprechenden Köderführung kommen wir gleich nochmal. Und am Ende von dem Schwanz sollte natürlich auch ein Paddel sein, was nicht zu klein ist. Ein großes Paddel wird auch hier wieder für mehr Aufmerksamkeit sorgen, für mehr Druck unter Wasser und auch eure Köderführung könnt ihr mit einem großen Paddel, besonders zum Hechtangeln, viel, viel besser optimieren. Direkt im Verhältnis zu der Form deines Gummifischs zum Hechtangeln steht natürlich auch das Laufverhalten des Köders selbst. Leider ist es so, dass wir nicht immer im Angelladen oder online herausfinden können, wie jetzt dieser Köder eigentlich läuft. Deshalb möchte ich dir hier ein paar Tipps mitgeben, wie er denn laufen sollte. Vielleicht, wenn du auch Unterwasseraufnahmen von den Ködern siehst. Es ist so, dass das Laufverhalten beim Hechtangeln für den perfekten Gummifisch meiner Meinung nach eher etwas rollender sein sollte, beziehungsweise auch hier wieder sehr, sehr ausladend und aktionsreich. Der Köder sollte bereits bei langsamen Einzug richtig schön anfangen, mit seinem Paddel hinten zu spielen und nicht erst bei wirklich schnellerer Geschwindigkeit. Wenn du einen Köder hast, der erst anfängt zu spielen, wenn du ihn schneller einholst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Gummimischung meistens auch etwas härter ist, der Aufbau des Köders nicht wirklich ideal ist, um den Köder langsam zu präsentieren, was beim Hechtangeln, finde ich, super wichtig ist. Achte also darauf, dass du einen Hechtgummifisch benutzt, der bereits bei langsamen Eindrehen anfängt, richtig schön zu wackeln, richtig schön zu spielen. Kommen wir als drittes zu den passenden Farben, die du zum Hechtangeln brauchst. Denn genauso wie bei allen anderen Raubfischen, bei allen Ködern, ist es so, dass wir erschlagen werden von zahlreichen verschiedenen Farben. Da ist es natürlich besonders als Einsteiger oftmals extrem verwirrend, deshalb hier so ein paar kleine Grundregeln. Die Grundregeln, die auch beim Zander- und Barschangeln sehr gut funktionieren, die funktionieren auch meistens beim Hechtangeln, nämlich die, dass wenn du sehr, sehr klares Wasser hast, dass du dann eher klarere bzw. natürlichere Farben nehmen solltest. Und wenn du auf der anderen Seite etwas trüberes, richtig matschiges Wasser hast, dann ist es gut, wenn du etwas schockigere Modelle nimmst. Einfach um auch hier wieder Aufmerksamkeit zu erregen, weil es eigentlich logisch ist, dass ein knalliger, grüner Gummifisch viel, viel eher auffällt, dem Hecht natürlich auch als Sichträuber viel, viel eher auffällt und damit einfach schneller erkannt werden kann.
Hier jetzt ein paar gute Farbdekore, die du dir eigentlich merken kannst für unterschiedliche Situationen. Blau-Weiß nutze ich am allerliebsten, wenn ich richtig klares Wasser habe. Wenn ich vielleicht an einem großen See fische, wo das Wasser wirklich von der Sichtigkeit extrem ist, wo ich mehrere Meter, vielleicht sogar 4, 5, wenn ich sogar 6 oder mehr Meter sehen kann, dann nutze ich am allerliebsten solche Blau-Weiß-Dekore. Mit dem Hintergrund, dass in solchen großen Seen oftmals auch viele Maränen unterwegs sind und diese Maränen oder aber auch größere Weißfische halt eben auch einen richtig schönen Blau-Weiß-Schimmerton haben. Wichtig zu beachten ist natürlich auch, dass die Farben, wie ihr sie jetzt seht, über der Oberfläche unter Wasser noch mal ganz anders scheinen können. Vielleicht wirkt jetzt dieser Blauton etwas zu knallig, ein bisschen zu schlumpfig, aber unter Wasser habt ihr mit diesem Blauton ein richtig schönes, natürliches Dekor, was sehr, sehr schön einen Freiwasserfisch nachimitiert oder halt eben einen Fisch, der entsprechend ein helleres, weißlich-silbernes Dekor hat. Habt ihr auf der anderen Seite, wie eben schon gesagt, sehr, sehr trübes, mooriges, dunkles Wasser, dann eignet sich am besten ein giftgrüner oder ein giftgelber Farbton, um damit einfach viel, viel eher aufzufallen, weil halt diese Farbe auch wie beim Zanderangeln auch am meisten und am schnellsten erkannt werden kann unter Wasser. Wenn ihr euch auf der anderen Seite manchmal nicht sicher seid, ob ihr jetzt super klares Wasser habt oder ob ihr super trübes Wasser habt und auch nicht an extrem großen Gewässern unterwegs seid, aber ihr habt vielleicht viele Barsche in eurem Gewässer, dann eignet sich eigentlich immer so ein natürlicher Grünton, also kein knalliges Grün, sondern eher ein etwas dezenterer Grünton, vielleicht noch mit ein paar kleinen Mustern drin. Der sorgt dafür, um einfach auch nochmal möglichst natürlich einen Barsch oder aber einen anderen natürlichen Beutefisch einfach zu imitieren. Und auf der anderen Seite halt eben nicht zu schockig, nicht zu aggressiv, jetzt von den normalen Beutefischen abzuweichen. Kommen wir zuletzt zu einem echten Joker-Köder, den ich genauso beim Barsch- und Zanderangeln super gerne fische. Und das ist im Grunde ein Motor-Oil-Farbton. Das heißt, ein Köder, der im ersten Moment etwas ja, sehr, sehr natürlich wirkt, aber jetzt bei viel Sonnenschein und auch etwas trüberem Wasser richtig seine Stärken entwickelt, weil er halt eben auch extrem UV-aktiv ist. Hier ist es bei uns zum Beispiel hier der Leviathan in diesem Motor-Oil-Ton und das funktioniert wie gesagt super gut, wenn ihr auch manchmal sonniges Wetter habt, trübes Wasser und auch hier nicht genau wisst, was ihr jetzt nehmen sollt. Ein Motor-Oil-Farbton ist eigentlich immer ein richtig gutes Ass im Ärmel. So sieht es eigentlich jetzt auch schon aus mit den perfekten Hechtgummifischen. Aber was ist jetzt eigentlich mit der Umsetzung in der Praxis? Denn den perfekten Köder zu haben, das reicht meistens noch lange nicht, um jetzt wirklich auch regelmäßig seine Hechte zu fangen, sondern du musst natürlich auch wissen, wie du deinen Hechtgummifisch richtig führst. Deshalb noch mal ein paar Infos zu der richtigen Köderführung deiner Hechtköder. Was ich am allerliebsten mache, um meinen Gummifisch beim Hechtangeln zu präsentieren, ist, dass ich ihn einfach nur auswerfe und konstant einkurbel. Wichtig ist, dass du hier richtig schön einfach am Leiern bist, denn dann entfalten diese Köder auch ihr bestes Laufverhalten. Denn wie eben schon erwähnt, du möchtest am besten einen Köder haben, der bereits bei langsamer Geschwindigkeit anfängt zu paddeln, im besten Fall sogar so leicht rollt, mit seinem großen Paddel arbeitet. Und das kannst du natürlich am besten machen, indem du den Köder auch einfach nur langsam einholst. Da ist es natürlich auch wichtig, das perfekte Gewicht zu wählen, damit du nicht die ganze Zeit mit dem Köder über den Boden schrappst. Was du dann zusätzlich noch machen kannst, ist, dass du während du den Köder einholst, hin und wieder mal eine richtig schnelle Kurbelumdrehung machst. Vielleicht sogar zwei, wo du den Köder nochmal so richtig stark beschleunigst und dann aber auch wieder weiter langsam und normal den Köder einkurbelst. Dieses schnelle Sprinten und dann wieder dieses konstante langsame Einkurbeln, das sorgt für unglaublich viel Aufmerksamkeit unter Wasser, aber auf der anderen Seite versprichst du im Grunde auch dem Hecht, dass er jetzt eine Beute vor sich hat, die verhältnismäßig leicht zu ergattern ist, weil halt der Köder immer nur das Gleiche eigentlich macht und das funktioniert besonders auch im Frühjahr super gut zum Hechtangeln. Letztes Jahr im November kam ja bereits unser neuer Spartaner-Gummifisch raus und es war unglaublich, wie schnell die Köder weg waren. Erst einmal nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir uns natürlich auch was Entsprechendes für euch überlegt, um euch ein perfektes Gummifisch-Set zum Hechtangeln für die neue Saison einfach mitzugeben. Und deshalb habe ich mich hingesetzt, den Spartaner-Gummifisch nochmal beleuchtet und im Grunde den Spartaner-Gummifisch nach all diesen Faktoren, die ihr gerade eben erfahren habt, etwas umgewandelt. Das heißt, wir haben ihn voluminöser gemacht, wir haben die Silhouette vergrößert, das Paddel größer gemacht, den Schwanz etwas länger gemacht, damit sich halt eben das Laufverhalten jetzt umso besser den Bedürfnissen der Hechte anpasst. Und entsprechend ist damit unser neuer Leviathan entstanden. Also im Grunde ein Spartaner-Gummifisch exklusiv zum Hechtangeln oder halt eben für etwas größere Zander auch. Aber im Grunde haben wir ihn wirklich zum Hechtangeln für euch entwickelt. Und ihr findet jetzt bald bei uns im Shop auch die neuen Leviathane im kompletten Set, bestehend aus allen Farben, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Und das Coole ist, zusätzlich bekommen die allerersten 20, die sich das Set der neuen Leviathane sichert, noch die entsprechenden Haken dazu. Denn wir haben jetzt auch die passenden Haken für euch im Shop aufgenommen. Und damit habt ihr im Grunde alles, um jetzt perfekt in die neue Hechtsaison zu starten. Die Warteliste zu diesem Set
Die findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, um euch da noch einen Platz zu sichern. Dann werdet ihr als erstes benachrichtigt, sobald jetzt die neuen Leviathane draußen sind. Wie gesagt, letztens waren die Spartaner-Gummifische auch super schnell weg. Und auch bei diesen Ködern ist es wie bei all unseren Ködern eigentlich auch so, dass wir sie von Hand gießen. Wir produzieren sie selbst in Deutschland komplett frei von giftigen Weichmachern. Und deshalb können wir halt eben nicht mit den riesigen Produzenten aus Asien mithalten, haben deshalb nicht tausende von Ködern, sondern produzieren das Ganze wirklich in Handarbeit zu Hause für euch und nach möglichst hohen Umweltauflagen. Und deshalb heißt es hier einfach ein bisschen schnell sein, damit ihr auch wirklich noch ein passendes Livia einfach mal schön die Kamera abbumsen. Damit ihr halt eben noch ein passendes Set der neuen Leviathane erhaltet. Okay, Spartaner, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr schon heiß auf die neue Saison? Freut ihr euch aufs Hechtangeln? Schreibt das gerne mal hier unten in die Kommentare, würde ich mich mega drüber freuen. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Saison. Endlich ist es soweit, die Temperaturen steigen auch endlich wieder. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß am Wasser und ein kräftiges Au. Euer Garrett von Spartan Fishing. Ciao.